China rief und fast alle sind gekommen. Mehr als 100 Länder von 4 Kontinenten haben Delegationen geschickt, von Spanien bis Nordkorea, von Chile bis Kasachstan. Wladimir Putin ist eingeflogen, philippinischer Präsident Rodrigo Duterte und aus Berlin die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras. In Peking, einer von vielen chinesischen Megametropolen und Hauptstadt Chinas, wurden all diese Delegationen empfangen, geschützt durch große Sicherheitsaufkommen. Grund für diesen Tumult? Staatspräsident Xi Jinping rief seine Initiative zur neuen Seidenstraße aus, die 62% der Weltbevölkerung und 35% der Weltwirtschaft betreffen soll. Ihr habt bei der Abstimmung des letzten Videos diesem Thema klar zugestimmt, vielen Dank dafür. Jetzt könnt ihr oben bei dem i das Thema des nächsten Videos abstimmen. Doch zurück zum Thema. Was wird dieses Projekt genau bewirken? Und wem wird es schlussendlich in die Hände spielen? Vielen Dank fürs Einschalten. Heute werden wir genau das untersuchen. Ich hoffe, euch gefällt's. Das ambitionierte Projekt der Chinesen soll eine Wiedergeburt der im 19. Jahrhundert erwähnten alten Seidenstraße darstellen. Damals wurden auf den Karawanenstraßen vor allem Seide, wer hätte es gedacht, aber auch Wolle, Gold und Silber zwischen West und Ost gehandelt. Mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 1,1 Billionen US-Dollar soll die Handelsrouten zwischen China und 64 weiteren Staaten Europas, Asiens und Afrikas verbessert werden. Finanziert wird das Ganze aber nicht nur von China selbst, sondern auch von den Teilnehmerstaaten, die durch dieses Projekt ebenfalls profitieren werden. Tausende von Kilometern an Gleisen, unzählige Pipelines und Häfen werden gebaut, damit chinesische Waren schneller exportiert werden können. Aber um die enormen Dimensionen des Projektes verstehen zu können, müssen wir einen Blick auf die Weltkarte wagen. Das Projekt besteht aus 6 Wirtschaftskorridoren. Der wichtigste davon ist der Korridor über Kasachstan nach Russland und Europa. Aber auch von Westchina über Zentralasien und den Iran in die Türkei soll der Handel ausgebaut werden. Natürlich wird auch der Handel über Meer nicht vernachlässigt, obwohl der Schwerpunkt klar auf der Schiene liegt. Die Zweifler dieses Projektes sind unter anderem Indien. Neu-Delhi sieht sich von China eingekreist, denn dieses gigantische Projekt treibt die chinesische Regierung ausgerechnet in Pakistan, Bangladesch, Nepal und Sri Lanka voran. Indiens Premierminister Narendra Modi ist einer der wenigen, der kein Interesse an dem Projekt zeigt. Aber auch die USA sieht diese Entwicklung als kritisch an, denn es zeigt sich, dass der Handel und die daraus folgende Macht sich mehr und mehr Richtung Osten verlagert. Wie immer, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich freue mich auf einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.